Herzlich willkommen, liebe Zuschauer hier aus Nürnberg. Das aktuelle Thema heute ist: Weltweite Christenverfolgung wird von den Medien verschwiegen. Rund 100 Millionen Christen werden nach Einschätzung von Open Doors heute weltweit unterdrückt. Damit ist das Christentum die am meisten verfolgte Religionsgemeinschaft. Auf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors stehen 50 Länder, in denen Christen wegen ihres Glaubens diskriminiert, ausgegrenzt, gefangen genommen, gefoltert, vergewaltigt und sogar umgebracht werden. Doch nahezu kein Bericht über die Situation von verfolgten Christen findet seinen Weg in die öffentlichen Medien. Dass die Medien genau darum wissen, dürfte jedermann klar sein. Warum genau sie aber so eisern dazu schweigen, ist noch viel zu wenigen Menschen klar. Deshalb, Nachforschen lohnt sich. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Zu investieren. Eine gewaltige Menge an Menschen, wenn man sie so versammelt sieht. Und stellen sich einmal die Zahl von 100 Millionen vor. 100 Millionen, das sind mehr als ganz Deutschland Einwohner hat. 100 Millionen, das ist die Zahl verfolgter Christen weltweit in absoluten Zahlen. Damit stellen Christen weltweit die am stärksten verfolgte Gruppe dar. Religionsfreiheit ist eines der sensibelsten und am häufigsten verletzten Rechte weltweit. Dabei gehört sie zu den zentralen und historisch ältesten Menschenrechten. Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die 1948 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde, bestimmt: Jeder Mensch hat Anspruch auf Gedenken, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht umfasst die Freiheit, seine Religion oder seine Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion alleine oder in Gemeinschaft mit anderen in der Öffentlichkeit
oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Vollziehung eines Ritus zu bekunden. Ähnliches findet sich auch in der von immerhin 165 Staaten weltweit unterzeichneten internationalen Pakt über politische und bürgerliche Rechte aus dem Jahr 1966, also noch jünger. In Ländern, in denen keine oder nur eine eingeschränkte Religionsfreiheit herrscht, werden auch andere Menschenrechte häufig missachtet, da die Religionsfreiheit sehr weitgehende innere und äußere Freiheiten verknüpft. Sie ist ein hervorragend geeigneter Prüfstein für die allgemeine Verwirklichung von Menschenrechten. Christen bilden nach Erkenntnis von Open Doors die in absoluten Zahlen mit Abstand größte Gruppe aus Glaubensgründen verfolgter Menschen. Open Doors schätzt, dass weltweit etwa 100 Millionen Christen aufgrund ihres Glaubens und ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus verfolgt werden. Für diese Schätzung hat Open Doors eigene Erkenntnisse aus seiner Arbeit vor Ort sowie externe Quellen herangezogen. Christen leiden in vielen Ländern nicht nur an einem Mangel an Religionsfreiheit, ihnen wird auch eine Vielzahl anderer Rechte vorenthalten. Besonders zu nennen sind in diesem Zusammenhang das Recht auf den Schutz vor willkürlicher Verhaftung, das Recht auf ein faires Verfahren, das Recht auf Zugang zu Gerichten, Gleichheit vor diesen Gerichten, das Recht auf Familie, der Minderheitenschutz, die Rechte von Frauen sowie die Rechte von Kindern und nicht zuletzt das Folterverbot. In 36 von 50 gelisteten Verfolgungsländern wird der islamistische Extremismus als treibende Kraft der Verfolgung genannt, was mit weitem Abstand zum dominierenden Faktor macht. Jedes Jahr neu listet der Weltverfolgungsindex die 50 Länder auf, die am härtesten gegen das Praktizieren des christlichen Glaubens vorgehen. Millionen von Christen leiden unter Verfolgung, definiert als jede Feindseligkeit, die eine Person aufgrund ihrer Identifikation mit Jesus Christus erleidet. Auf Platz 10 der Iran, auf Platz 9 Pakistan, Platz 8 das Urlaubsparadies, die Malediven. Platz 6, Saudi-Arabien, wo manche Städte von Christen nicht mal betreten werden dürfen. Platz 5, Afghanistan. Platz 4, der Irak. Platz 3, Syrien. Platz 2, Somalia. Und auf Platz 1, das kommunistische Nordkorea. Um all diesen Glaubensgeschwistern eine Stimme zu geben, zeigen wir heute Präsenz. 100 Millionen verfolgte Christen. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir beten nun gemeinsam das Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern Erlösung von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Volker Kauder ist von der Schilderung dieses Nordkoreaners tief bewegt. Der junge Mann erzählt, wie er aus Nordkorea flüchtete und dass er für den Fall, dass er entdeckt würde, Gift dabei hatte, übersetzt ein Dolmetscher. Aber ich wusste, wenn ich gefangen genommen werde, da muss man eine sehr einsame, sehr leidvolle Zeit ertragen.
Volker Kauder und Heribert Hirte im Gespräch mit einer Gruppe aus Nordkorea geflohener Christen. Um ihre Familien daheim nicht zu gefährden, wollen sie unerkannt bleiben. Sie berichten von Todeslagern, Hungerelend und der ständigen Angst, verraten zu werden, selbst in der eigenen Familie. Uns wurde berichtet, dass das System der Kollektivstrafe, das ist, was die Familien hier zur Systemtreue zwingt. Wenn ein Vater merkt, dass das Kind, dass der Sohn einen falschen Rundfunksender hört, dann zeigt er seinen eigenen Sohn an, aus Angst davor, anschließend selbst ins Gefängnis zu kommen. Weltweit werden rund 100 Millionen Christen aus religiösen Gründen verfolgt. Am schlimmsten ist die Situation in Nordkorea, wo Schätzungen zufolge ca. 70.000 Christen als Feinde des Staates in Arbeitslagern eingesperrt sind. Dass diese Menschen die Möglichkeit hatten, aus Nordkorea zu fliehen, gibt jetzt uns die Möglichkeit zu erfahren, was in diesem Land wirklich los ist. Natürlich ist der Hunger, die Hungersnot das große Problem. Und diejenigen, die nicht so funktionieren, wie die Führung sich das vorstellt, landen eben in den Lagern, die an Grausamkeit kaum zu überbieten sind. Evangelischer Gottesdienst in der Altstadt von Damaskus. Pfarrer Butros Saur bittet seine Gemeinde, stark im Glauben und in Syrien zu bleiben. Zehntausende Christen sind bereits geflüchtet. Die verbliebenen Gemeindemitglieder aber wollen weiter ausharren. Gott beschützt uns, meine Kinder gehen hier zur Schule und ich gehe für sie beten. Um keinen Preis werde ich Syrien verlassen. Das ist unser Land, das ist christliches Land. Rund 2,3 Millionen Christen lebten bis vor Beginn der Krise 2011 in Syrien. Wie viele es jetzt sind, weiß niemand. Ja, Christen in Syrien hätten Privilegien, doch Unterstützer von Staatschef Assad seien sie nicht, sagt uns der Pfarrer. Das Gespräch darf nicht gefilmt werden, nur ein Foto ist erlaubt. Die christliche Parlamentsabgeordnete Maria Saadi will die gespaltene syrische Gesellschaft wieder zusammenbringen. Syrien sei zwar ein Mosaik aus verschiedenen Kulturen, Ethnien und Religionen, doch alle hier seien sie Syrer. Die Architekturprofessorin drängt deshalb in die Politik, so wie auch andere gut vernetzte Frauen in Syrien. Ich möchte das heutige Parlamentssystem verändern. Aber das kann ich nicht mit der Mentalität der alten Parlamentarier. Wir brauchen 2, 3 oder gar 4 Wahlperioden. Dann erst können wir Veränderungen sehen. Das braucht ungefähr 15 Jahre. Aber wir müssen heute beginnen. Oder besser, gestern. Vor kurzem reiste Maria Saadi zu Papst Franziskus. Als erste und bisher einzige Syrerin bekam sie überraschend eine Audienz. Der Papst versprach, aktiv zu vermitteln und sich persönlich für die Sicherheit aller Syrer und für ein Ende des Konfliktes einzusetzen.